groß, weil wir haben immer nur mit kleinen Screen gespielt und mein Mitspieler hat sich schon hier beklagt. Ja, und wie? Und schiebt es darauf, dass er deswegen noch nie gewonnen hat. So, dann machen wir weiter. Ich bleibe natürlich bei meinem Team. Letztes Mal habe ich gewonnen, beim ersten Mal der Computer. Und jetzt beginnen auch wirklich die guten Maps. Wir hatten jetzt in den ersten zwei Parts nur diese blöde Krabbeldecke. Und jetzt wird es halt interessanter. Willst du was ändern? Ich bleibe bei meinen Leuten, kein Problem. Gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir hier das Team. Und wir bekommen die Franzosen als Gegner. Naja. La Boeuf. La Boeuf. Heißt es nicht das Rind oder so? Ich glaube ja, das Rind. Aber wieso das Rind? Was ist doch ein Schwein? Komisch. Aber das Spiel ist eh komisch und witzig gemacht, deswegen traue ich den Spiel zu. Auch komisch sind diese Kamikaze-Piloten da links, die alles auf dem Boden zu steuern. Stimmt. Vor allen Dingen gibt es nicht mal Flugzeuge im Spiel. Auch im Intro sah man Flugzeuge. Es gibt keine Flugzeuge. Panzer gibt's wirklich, aber nicht im Multiplayer. Ich fang mal an. Geht doch. Ja, und die Map habe ich wirklich mal auf Uni gespielt. Episch. Also das Spiel war Fullscreen und jetzt gibt's hier trotzdem so mega fette Seitenränder, weil das so ein altes Spiel ist, aber ist egal. Ja, wie er sich hier, wie er eine Privatinsel hier hat, das ist witzig. Und ich habe hier so mega großen Dingens hier, so mega großen Bereich. Landei. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich greife mal nicht Henna beim ersten Mal an, weil die stehen hier so nah auf einen Haufen. Das ist eine abgestürzte Rakete, ist Captain Olimar. So, jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich das am besten. Ich würde sagen, so. Ja, naja. Zu weit. Oder? Perfekt, so wollte ich's. Und er plumpst erstmal ins Wasser. Geh, Bahn. So, jetzt kommt hier das Eisbein. Ich find's witzig, dass er so eine Privatinsel gemietet hat. Kannst du auch schwimmen? So ist das nicht, ne? Nee. Wir wollen ja aber nicht unterstellen, dass die Kampfkeile im Story-Modus so aussehen wie die Fallschirmspringer. So ist es halt. Es wäre stylisch gewesen, wärst du auf diesen... Ja, was ist das? Was ist das? Jetzt sag du mir, was das ist. Was ist das da? Diese Kapseln. Raumsonde, keine Ahnung. Raumsonde. Es wäre cool gewesen, wenn er auf Raumsonde gelandet. Das versuche ich mal später. Mal schauen. Das ist natürlich wieder mal schlau. Ich habe schon wieder vergessen, die Sanitäter zuerst zu fokussen. Aber ich habe ja sowieso die Franzosen angegriffen. Aber danke, dass er mich daran erinnert. Ja! Epic Fail! Deswegen, ich weiß schon, warum ich das nicht verstelle. Leboeuf, aber wenigstens mal eine interessante Map. Also die Map ist um einiges besser. Aber das finde ich gerade ein bisschen asozial. Das finde ich sehr asozial. 60 Schaden. Wenn gleich mein Sanitäter dran ist, dann ist das wieder gut. Aber Sanitäter ist ein gutes Stichwort. Wo hat der seinen Sanitäter? Ja toll, deine Mutter! Da hinten steht der Sanitäter, das ist doch nicht wahr. Das wird aber jetzt, das wird ja jetzt richtig schwer. Lieber schwimmen. Habe ich überlegt, aber dann werden meine, deine Schweine werden mich dann richtig auseinandernehmen, wenn ich darüber gehe. Korrekt. Deswegen mache ich das nicht. Also ich weiß, dass es nichts wird, Freunde, ich weiß es. Aber versuchen kann man's. Nein. Genau wegen der Hügel wurde es nix. Das ist der Anpfiff. Also die Lage gefällt mir mal nicht. Ja, kann ich ja nur Mörder sein, ey. Alles andere ist ja fast unmöglich. Das ist eigentlich clever. Ich muss eigentlich rüberschwimmen, aber ich weiß nicht, mit wem ich es mache. Also, Moonwalk habe ich zwar auf Uni mal gemacht, aber ich denke nicht, dass ich es gewinnen werde. Das geht, glaube ich, der könnte passen. Ja, doch. Volltreffer fast. Sehr geil gemacht. Sehr geil gemacht. Jawohl. Jetzt hat das drauf mit Mörser. Und die Rakete vor Olimar explodiert. Oh. Ja, ich hoffe, Olimar ist Vollkasko versichert. Selbstverständlich. Oh, das war Elf, der Neue von Super Smash Bros. U. Jetzt zeigt er mir, wie es geht. Ja. Tatsächlich 40 Schaden. Aber ich finde, muss ich... Henna verteidigen. Er hat's cleverer gemacht. Die ist explodiert und diese kleinen Teile haben den Gegner nochmal getroffen. Im Endeffekt hat Henna mehr Schaden gemacht. Tja. Also taktisch. Auch wenn es vielleicht ungeplant war. Dieses Schwein. Das könnte ich alle nicht umbringen. Weil hier wird er niemals seinen Sanitäter hinkriegen. Doch.
Och. Oder er geht baden und das wäre ziemlich dämlich. Ist halt die Frage, ich nehme immer lieber diese hier, aber HX macht, glaube ich, mehr Schaden. Vor allen Dingen trifft das meine eigene Schweine, egal. Ja, hier wäre HX eindeutig besser gewesen. Ja, also, wenn man das richtig einsetzt, kann man mit der Granate noch mehr Schaden machen. Wenn. Weil den da unten würde ich nicht treffen, der ist so nah am Wasser. Also wenn dieses Gift ins Wasser kommt, ist halt weg, ne? Kennt man aus dem Let's Play. Das klappt nicht. Ah, ich könnte den nochmal richtig. Das würde ich machen. Ja, verstellen wir ein bisschen. Das würde ich nicht machen. Weil ich es nicht kann. Ach, was soll, jetzt ist eh schon zu spät, aber ich glaube, so steht das nochmal. Aber mit Verstellen hätte ich seinen Sanitäter vielleicht eben getroffen. Muss ich auch mal so betonen. Okay. Ah, dass diese Rakete jetzt echt explodiert ist. Ich glaube, das wird nichts. Oh, weil es verstellt hast, hättest volle Pulle machen. Ach, verstellt, bla bla, ich hab's wieder zurückgestellt. Ja? Ja. Oh. Ja, die ist auch verkackt. Bazooka. Nein. Es geht doch eh ins Wasser. Es geht abseits. Jeder Schuss ein Genuss. Jeder Schuss ein Genuss. Ja, ich hab's mir gewusst. Ich hab's gewusst. Die sind so dick. Oh Mann. So, wir hatten ja eben die 60 abgekriegt. Die 60, das warst du, ne? Natürlich warst du das. Jetzt gleich. Noch einmal für die Quote. Ha! Sehr geilste. So, was machen wir denn jetzt? Wie gesagt, ich möchte da nicht rüberschwimmen. Nein, das möchte ich nicht. Deswegen kümmere ich mich mal wieder um meinen Freund hier. Der Fallschirmspringer, der allseits beliebte Fallschirmspringer. Ich werde ihn aussetzen lassen. Oh, war so klar. Könnte natürlich auch rüberschwimmen und wirklich den Sanitäter aussetzen lassen. Egal. Quatsch. Das ist das einzige Schwein, das mir gefährlich werden kann. Was ist das hier? Das habe ich mich in der Uni auch schon gefragt. Han Solo, Alter. Das ist der eingemeißelte. Das ist abstrakte Kunst. Was macht das auf dem Mond? Was ist das? Das ist bestimmt irgendwie ein Programmierfehler. Einfach so eine Wand. Wenigstens ist es keine unsichtbare Wand, wie manchmal in Super Mario 64, wo du dir denkst, warum kann ich denn da jetzt nicht weiter? Oder in Sonic Boom gab es das auch. Unsichtbare Wände. Sonic Boom. Oh, da konnte ich schon nicht mehr. Ha! Schneller, schneller, schneller. Der hat was verloren? Weiß ich nicht. Ha! Nickes, du wolltest nur hören. Achso, das bin ich selber. Ach nee, du hörst es ja nicht mal. Ich höre das nicht mal, ja echt mal. Warum machst du es extra für die Abonnenten? Ich finde es doch witzig, dass da im Wasser noch diese ganze Krater vom Mond zu sehen sind. Jo, du hast dein eigenes Schwein! Du hast dein eigenes Schwein umbringen können. Lieber nicht, lieber nicht. Das wäre so geil, direkt auf dein eigenes Schwein zugesteuert. Alter, die haben 150 Leben hier, diese scheiß Pioniere. Wie das Heldenschwein. Spiel natürlich mit doppelter Gesundheit, ne? Oh nein, das trifft mich ja auch wieder. Oh, nein, 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 jetzt nein! Oh. Ah, aber nur 13 Schaden. I don't care. Also wenn man sich die Leisten mal anguckt, glaube ich, dass ich am meisten habe. Noch. Ja. Noch. So, jetzt sind mal wieder die Franzosen dran. Oder wo steht da ein elendiger Sanitäter? Da steht er. Nein, nein. Das ist eine Gefahr, die erstmal beseitigt werden muss. So, und tatsächlich werde ich jetzt... Habe ich noch Jetpack? Episch. Oh, der Controller ist leer. Ich muss gleich mal was machen. Ja, das ist gerade sehr scheiße. So, ich fliege jetzt tatsächlich immer rüber mit kleiner Kamikaze Act hier. Und jetzt muss ich ganz schnell sein. Ich möchte ihn nämlich noch ins Wasser schmeißen. Das ist das Beste, was ich in diesem Moment machen konnte. Ah, schlechter Winkel. Läuft, schlechter ja, ist schlechter Winkel, aber er fliegt. Geboren! Na, das hätte schlimmer kommen können. Ja, und ich wollte ihn auch auf der anderen Seite haben. Eisbein muss aussetzen, ja. Läuft! Ja, gut. So, ich muss mir jetzt ganz schnell mal. Hier ist ein Neukabel holen. Boah, ich hätte fast den PC ausgemacht, das wäre scheiße. Das wäre so witzig gewesen. Schneller als immer je. Ich krieg diesen Rotz nicht da rein. Ja, in der Zeit werde ich jetzt hier auseinandergenommen. Sehr nett. Hast immer Probleme beim Reinstecken, kann das sein? Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Warum hast du jetzt gerade kein MG, du elendiges Arschloch? So. Fall in your ass. Also immer den Sanitäter erst fokussen. Ihr kriegt den Lüssel auch
voll, was? Ihr kriegt den Lüssel auch nicht voll, was? Nein. Ring frei. Ist doch mein Sanitäter in Frieden. Die Grauen sind mal wieder dran. Ja, ist natürlich jetzt, wie gesagt, ein bisschen scheiße, dass der Way Me, mein Fallschirmspringer, da jetzt platziert ist, aber ich kann es nicht ändern. Wie soll ich sonst den Sanitäter hervorlocken? Ja, wenn der jetzt näher am Wasser wäre, wäre es der Overkill. Weil das ist geil zu meinem Flammenwerfer. Er drückt das so immer wieder rein. Und da geht er. Was? Ah! Da hat nur noch ein Schuss gefehlt. Oh, die gehen mir auf den Sack. Wie sie jetzt genau wahrscheinlich in der Mitte treffen. Zwischen unseren Schweinen. Pass oder, mal auf. Oder ins Wasser. Plopp. Lol. Was mit ihnen denn schiefgelaufen? Sonst waren sie auch immer so gut. So, jetzt immer hier. Ich weiß, da ist mein Schwein. Aber mein Schwein hat mal nicht Schwein gehabt. Denn mir ist es jetzt egal, ob es stirbt. Mein Schwein wird sowieso nicht davon sterben. Dass du nicht einfach die HX-Granate nimmst, ne? Toll. Und es hat nicht mal geklappt. Ja. Episch. Das ich hab so viel Skill. Das ist voll in die Hose gegangen. Ach, das ist doch kacke. Ja, der ist jetzt sowieso verloren. Das wusste ich aber schon in dem Moment, wo er darüber geflogen ist. Ja, das ist nicht sicher, der überlebt, egal was ich mache. Vielleicht ja, überleben wird er aber. Hat er 40 verloren. Ich weiß schon, was ich gleich mache. Suizidkommando. Ja, das reicht nicht. Reicht nicht. Wieso ändert er seine Richtung? Wäre witzig gewesen, wenn er an der anderen Seite raus. Ja, eben! Das hätte ich den Schwein zugetraut. Das ist auch alles schon mal vorgekommen. Na, was machst du? Für reich ist der Krieg vorbei. Aus der Distanz ein Maschinengewehr. Und er trifft. Aber der wollte deinen Sanitäter noch. Das war gar nicht so doof. Ja, niemals geschafft. Jetzt ist die Frage: Schwimme ich da jetzt rüber? Nee, das ist mir mein Sanitäter zu kostbar zu. Das Schwein soll verrecken. Aber du sollst geheilt werden und es lädt wie verdammt nochmal. Bisschen am Lecken, ne? Ja, leicht. Ich merk's nicht so, weil ich nicht steuere. Ach, vom Bild auch. Ja, doch. Weißt du, wie das immer kommt? Verdammt, die Geister sind wieder alle auf einen, ey. Ja, aber ich schwimme jetzt nicht extra rüber. Wie gesagt, der Sanitäter ist mir dazu kostbar. Ja, aber meiner geht ja auch drauf. Das ist das Schöne daran. Schieß doch nebenher. Hab ich. Hey, wieso hat denn der hier jetzt kein Gewehr, wie im Story-Modus? Wär's mir auch egal. Nein, nein. Nee, weil da hab ich nicht unendlich von, oder? Doch. Ach, hier schon. Und mein eigenes Schwein stirbt und macht der andere noch. Ach nee, hat nicht funktioniert, schade. Nein, zu viel Leben. Was liegt denn an? So. Was liegt denn an? Ja, also auf jeden Fall ist jetzt schon mal eine sortierte Geschichte. Das ist sehr geil. Kann man sich eigentlich auch mal um die Franzosen kümmern. Weil es ist erst immer wichtig, den Sanitäter wegzumachen. Ja, shit, da steht er. Nein! Ja, oh, das reicht ja nie im Leben. Nee, aber sehr viel Schaden. Wenn du es richtig anstellst. Vor allem, wenn die wieder so blöd sind und umkehren. Ich traue denen ja alles zu. Kurz vorm Land müssen wir nochmal. Ha, beweg dich doch! Deinen eckigen Füßen. Ach, so soll es gehen, keine Ahnung. Ja, genau, auf andere. Ja! Das war's. Das ist das Geile beim Elektroschock. Oh. Er schmeißt weit. Oh, verdammt, das wird doch wieder nächste Runde, ey. Ist der Moonwalk. Beat it, beat it. Dum, 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 dum. Ey, weil noch als du Smooth Criminal aus irgendeinem komischen Soundtrack bei Monkey Ball rausgehört hast. Das war auch das Highlight, ey. Ja. Ah, oh, schön gemacht. Nein! It's black or white! Ich lebe aber noch. Was, Sauhaufen? Was hast du? Fand ich gerade nicht sehr nett von dir, aber ich habe hier noch ein ganz anderes Opfer, der Fallschirmjäger, der hier auf meiner Seite ist. Solange der hier noch auf meinem Grundstück ist, kann ich ihn erschießen, wie in Amerika. Diese Saat ist ein bisschen krank, glaube ich. Was der immer sagt mit seinen Kochsprüchen. Gut, dass wir dem nicht in Let's Play hatten. Jetzt bist du dran. Jetzt mörder. Ich dachte Pistol. Ich weiß noch früher, wo du als Kiddy immer dich neben mich gestellt hast mit Mörser und dann immer voll aufgedreht hast, dass du mich triffst, aber du kamst selber auch immer zugrunde. Ist doch clever.
Das nach war oben noch geht immer schneller als nach unten. Das ist nicht so geil. Trifft deine Flanke. Trifft. Keine Ahnung, ich spiele nicht mit Mörser. Aber das kommt ganz geil, weil die könnten jetzt ins Minenfeld fliegen. Minenfeld, ins Wasser fliegen. Ja, nicht ganz. Läuft nicht so gut, was? Versucht's doch mal mit Mogeln. Nicht nötig. Die immer mit ihrer Trollmusik. Ja! Nein! Solange ich auf den gelben! Bitte nicht. Ja, nein. Läuft! Ja, reicht aus! Nein! Der Eindringling ist besiegt, aber jetzt kümmere ich mich wirklich um die Franzosen, weil er hat nicht mehr so viele Schweine und die haben noch alle vier. Eine Woche nicht abwaschen. Was? Wer gewinnt, braucht eine Woche nicht abwaschen? Das ist ein Argument. Los geht's. Leboeuf 87. Da könnten die alle treffen. Da hätte ich die Chance, die ins Minen. Wieso sage ich immer Minenfeld? Ins Wasser zu schmeißen. Ne, ich versuch's, den da oben runterzuholen. Er hat runterholen gesagt. Zu wenig. Oder? Ja, ein bisschen, aber geht schon. Lieber zünden, bevor gar nichts mehr trifft. So, ich kuschel mich hier zu Han Solo. Was soll das sein? Ich wette, das ist irgendeine Anspielung auf irgendeinen kultigen Film, den ich jetzt nicht kenne. Das könnte wirklich sein. Mega peinlich wäre das. Aber wieso Han Solo? Ja, weil der doch. Das wäre jetzt geil, wenn du jetzt auch so ein Ding wirst. Das wäre richtig gut. Ja, weil der doch in so eine Kette. Was für eine grausame Leistung. Das war voll gut, da können jetzt Granaten dann abprallen und so. Ach. Das ist das Schild of Doom. Das ist Pitts sein Schild. Ernsthaft, du bist wirklich gegen jede Gewehrschüsse geschützt, wenn du dahinter stehst. Und hinter dieser Aktion, da stehe ich hinter. Was kann ich für sie tun? Konnichiwa. So. Tranquilsa, mein Pionier. Nee, der Pionier, der kann nichts. Er kommt ja nicht zu einem hin, macht kein TNT, bla bla bla. Du, mein Freund, du setzt aus. Der hat ja gar keinen TNT, der ist ja vollkommen. Das ist es. Und wenn, selbst wenn, er würde nie Heilen benutzen. Aber Story-Modus. So ein Depp. Moment mal, mir ist im Story-Modus eingefallen, die Gegner haben nie im Story-Modus Sanitäter. Früher war man wahrscheinlich zu blöd, das zu programmieren? Keine Ahnung, ey. Ist eigentlich mein Grenadier schon wieder tot? Nee, den habe ich eben gerade benutzt. Wer ist denn tot bei mir? Der Fallschirmjäger. So, ja, der ist egal. Der geht jetzt ins Meer. Das ist der Grenadier. 120 Leben nur. Moment. Gute Nacht. Wenn er richtig landet, dann könnte das gut. Oh, ja, nein. Es geht zu weit. Ah, doch. Doch, lol. Eine von denen. Oh, gibt's doch was nicht. Für ein Lacker! Ich wollte schon sagen, das war voll gut mit Mörser. Also, er kann es langsam, wenn er es weiter trainiert. Also, besser als ich, definitiv. So, du musst es gerade aussetzen, ne? Das hast du mal ganz brav gemacht und jetzt gibt's die Belohnung, mein Freund. Fuck, Scheiße, ich hasse euch alle. Halt mal, dann ist ja nicht auch noch dran. Ah, ne, hat ja ausgesetzt. Ah, ja. Das ist es und es war er, das ist ja der Witz daran. Er wieder, was für eine grausame Leistung. Dieser Block. Und da war gerade ein Clipping-Fehler. Boah, sieht so scheiße aus, schon. Habt ihr es gesehen? Wie er guckt. Wie so ein Honk da hinten. Harry Potter, ey. Früher haben wir immer Harry Potter Brille gesagt. Ja, früher hatte ich so eine, das war der Hammer. Ich hatte auch in der Grundschule mal eine Brille. Aber jetzt nicht mehr, schon das, ewig nicht mehr. Ja, das war auch im Kindergarten so eine Tigerentenklumpe. Ja. Das war die auch in der Grundschule noch. Ach so. Ja. Ich hatte eine von Puma. Wow. Stimmt. Aber du hattest doch mal noch eine andere, glaube ich. Ja, ich hatte ganz viele Brillen in meinem Leben. Brillenschlange! Ha! So, was ist mit ihm denn da hinten? Oh! Komm bitte ein Volltreffer! Wie ihr befehlt, Herr! Da ist er! Das gibt's nicht! 60! Skill! Das war mal Skill. Wo kommt der Skill denn weg? Den Skill, den hab ich gerade hier irgendwo aufgehoben, der lag hier einfach so rum.
Shit! Nicht mal Sanitäter! Wobei, der bringt mir da nichts, weil du den auf der Insel geboxt hast. Selbst, stimmt, das war gar nicht so doof. Das, ja, wollte ich gerade sagen. Selbst, dass er nicht ins Wasser gefallen ist, ist trotzdem schon schlau, dass er jetzt hier ist. Also, er ist sinnlos. Ich kann noch Tranquilser machen. Mehr aber nicht. Also, auf welcher Höhe stehe ich denn? Also, die Franzosen, naja, wobei, du hast eigentlich auch. Die haben doch auch nicht mehr viel Schwein. Ich sollte mich mal wieder um dich kümmern. Also, für mich läuft's gerade. Sah am Anfang nicht so gut aus, aber jetzt geht's. Volle Pulle. Alles drauf. Das reinste Elfmeter. Oh, volle Pulle. Oh, das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Dieser Winkel. Ich check das alles nicht mit dem Winkel. Ich auch nicht mehr. Ich dachte mal, ich hab was drauf. Ich lass immer einfach so, wie es ist. Oh Mann, kannst du mal deine Fresse halten? Na? So ein Arsch. Wee, wee, wee. Ja, er gibt's wenigstens zu. Der ist so durchgelassen worden. Nein, kann er jetzt mal nicht rüber? Kann ich da rüber schwimmen? Soll ich's riskieren? Nein, tue ich nicht. Lieber nicht. Aber der ist mir ein Dorn im Auge hier. Okay, ruhig durchatmen. Und er kann es vor allen Dingen nicht mehr heilen. Kein Sanitäter mehr. N1. Und ich versuche jetzt, dass die Franzosen tatsächlich dieses Schwein fokussieren. Denn kassiere nicht nur ich, dann kassiert er auch noch. Den sehe ich ja nicht, wie viel Leben der noch hat. Nee, ich bleib hier hinter meiner komischen Wand, die manchmal mit mir verschmilzt. Han Solo. Wieso Han Solo? Erklär das mal. Mann, weil der doch auch in so eine Platte. Mann, ich bin jetzt nicht der absolute Star Wars-Experte, aber ich meine, in irgendeiner Episode, da ist der doch in so eine Steinplatte eingelassen worden. Ah, fuck, ob das überhaupt trifft. Ich meine, von Jabba oder so ähnlich. Bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung, aber das ist schon so lange her. Ja. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr dieses Statement weiter erklären könnt und mein Plan geht auf. Er trifft nicht nur mich. Sondern auch Henna. Aber nicht so hart. Ja, nicht so hart, egal. Was? Wusstest du, was? Er begattet mein Schwein und dann rutscht es runter. Es wollte nicht. So, welcher elendige. Das ist doch hier dieser Wichser. Mit seinen Granaten. Der soll mal ganz sich aus dem Staub machen. Der geht mir auch vielleicht auf den Sack. Immer diese 60 Schaden. Oh, Eisbein muss aussetzen. Und schon wieder, ich sag's dir, Freunde, wenn der nicht langsam stirbt. Ihr habt die Hosen voll, oui. Ja, beide 40, läuft, ist klar. Scheiß Kerl, jetzt läuft's gerade nicht mehr bei mir. Wenn der Sanitäter doch mal drankommt, muss ich's wagen. Muss versuchen, darüber zu schwimmen. So, mein Freund. Jetzt gibt's hier wieder eine Clustergranate. Ah, ich versuch's lieber mit HX. Und jetzt wirklich ein bisschen. Ah, es passt schon. Muss ja nicht perfekt treffen. Aber so war einfach nur Scheiße. So viel zum Thema Granatenskill. Oh Mann, ey, dieser Granatier soll mal weg. Ach, von hier hinten mache ich euch noch alle zur Sau. Ich zeig's euch. Mist, der hat 41 im Ernst. Das ist so geil, immer wenn der noch einer 41 hat. Dieser eine Punkt ist so wichtig in dem Spiel manchmal. Weil viele Waffen 40 Schaden machen. Verdammt, ey, das ist aber auch wieder ärgerlich. Dass der hier 41 Leben hat, ne? Das, unfassbar. Das wird sich sogar fast mehr lohnen. Aber vor allem kann er sich auch nicht selber heilen. Das ist so schwierig. Vielleicht, wenn ich es an ihm vorbeirollen lasse und es dann schaffe, dass das Ding. Das wäre natürlich. Ist Wasser. Aber mit dem Winkel, dann rollt das manchmal rüber, ne? Ja, ja. Gab's ja auch ein Tutorial irgendwie, wo das erklärt. Ich nutze das nie, aber es geht. Das geht, aber da muss man echt voll in Schwung. Und das Ding ist, dann zündet die Granate zu spät. Und das Ding ist, dass du keine Zeit mehr hast. Ah, scheiße, er hat's noch. Ich hab gerade noch dran gedacht. Oh, Junge, das war knapp. Dammit. Au. Nicht mal den eigenen. Ich dachte, den eigenen. Und das hätte noch getroffen, wenn es dann richtig gekommen wäre. Aber immerhin. Auf jeden Fall. Ja, geh wieder auf mich, du elendige Missgeburt. Ja, töte ihn, töte ihn. Und das ist doch ein Hurensohn, ey. Ach nee, ist eh vorbei. Ja, wie war das? Ich glaube, ich gewinne hier. Not. Ich glaube, ich gewinne hier. Glaube ich nicht, der hat noch 111. Ja, zwei Leben, deine Mutter hat zwei Leben. Was ist das denn jetzt hier, ey? Ich hätte mich noch wieder hinter Han Solo verstecken sollen. Der ist jetzt unspielbar hier. Der ist asozialer. Noch jemand Nachschlag! Oh, da rollt er ins Meer. Oh, er steht noch. Zwei Leben. Die Hosen sind voll gelb. Ring frei. Abseits.
Abseits steht wieder im Abseits. Ey, dieses Waffenset, ne? So schlecht. Aber ein bisschen steiler. Das könnte ich auch mit einer anderen Pistole mehr. Wenn du noch gewinnen willst, musst du die Franzosen angreifen. Mein Schwein hat 17 und das andere hat 2. Ich meine ja nur. Der hat noch 111. Oh shit, du hast recht. Und der andere 40. Also ich bin raus hier. Bei Michael Jackson Moonwalk. Lieber ihn. Ja, der macht vor allem am meisten Schaden. Das ist der Grenadier, der ist richtig scheiße. Und der andere ist nur der Pionier, der kann nix. Das ist wahrscheinlich zu niedrig. Der ist zu niedrig. Oh, aber ich. Jetzt hast du den getroffen, Liga, ich wollte's. Ja, ist echt so. War natürlich geplant. Ja, er tötet jetzt eh das andere Schwein von mir. Nein! Ihre Unschweine! Ihr Unschweine, ja, kill. Oh. Alter, jetzt soll ich tatsächlich nur so blöde Scharfschütze mit sage und schreibe 2 Leben. Ich meine ja nur. So, ich mach jetzt hier einen taktischen Zug. Ich zeig's euch. Da werfe ich gleich eine Granate rüber. Kannst einpacken. Ihr lasst auch nichts anbrennen, was? So. Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Ich mache jetzt mal was ganz Wunderschönes. Das wird dir nicht helfen. Ja, also ich hab ne Wall, ich bin da schön safe erstmal. Aber naja, wie ich das noch hinbiegen soll, weiß nicht. Also ich bin jetzt passiv. Ich übergebe. Roll runter. Ja, läuft's immerhin. Dem Hügel sei Dank. Pionier, ja, es ist halt die Scheiße. Pionier hat wirklich nur Nahkampfwaffen. Sprengsätze und Minen. Er müsste darüber schwimmen. Ich würde es machen, wenn ich den Pionier spielen würde. Einmal gerade rüberschwimmen, 20 Leben kassieren. So, du kannst mal gleich wieder hier. Sieht man gar nicht mehr da oben. Deine 2 Lebensbomben. Nee, ich bin auch wirklich raus. Ich schisse die weiße Flagge, Alter. Aber den kann man sich ja nicht sehen. Das ist der Schlimmste da hinten. Ich sag's dir, der hatte XG-Granaten und all so ein Scheiß. Also, hätte ich da mit der HX-Granate einmal getroffen, wäre er weg gewesen. Da habe ich irgendwie gefailt. Und Kowalski. Ich bin euer Angstgegner. Oh nein, das gibt's doch nicht. Das wäre vorbei. Alter, und jetzt der nochmal so eine Scheißgranate ran. Er hat 5. Ah! Schlau, Alter, ich Mann. Die sind so gut. Da säuft er ab. Er geht ins Wasser. Oh, scheiße, ich wollte gar nicht baden. Ich hab ja nur so wenig Leben. Er hat noch ein Leben zu viel. Dieses ein Leben, das macht so viel aus. Dann versuche ich doch meistens immer hier. Nein, ich bin so friedlich. Ich bin Pazifist. Und da ist das Ding. Ist aber schwer. Ja, das wird nichts, aber ich kann es ja probieren. Ein Treffer ist natürlich Ende im Gelände. Ne? Oh fuck. Darum hasse ich den Granatenwerfer. Der geht kommt, so da kommt, weit. Da kommt noch. Okay, jetzt weißt du, was fürs nächste Mal. Ah, nee, da kann ich mehr machen. Nick ist nächstes Mal. Oh, er mit seinem Schrot. Welchen von beiden denn jetzt? Was laberst du? Oh shit, ey. Was ist das? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Leben der andere noch hat. Achso, ist ja auch der Scout. Der Scout, wie viel Leben hatte der Scout? Ich werde erstmal wieder mal eine passive Rolle hier einnehmen. Meinst du meinen Scout? Ja. 100 hat er noch. Was? Dann ist das ja eindeutig. Leider. Dann treffe ich ihn nie. Ja, dann mache ich lieber ihn fertig. Das reicht ja nicht mehr. Auf doch. Die nächste Runde ist er eh raus. Bei 40 ist er tot. Ja. Selbst bei 31. Das kann ja nur treffen, ja. Eigentlich schon. Dieses Mini-Zielkreuz. Ach. Shit, ey, ist egal. Müsste passen. Ihr seid deklassiert. Boah, Alter, Verwalter. Ja, ist da hinüber. Übel. Ja, jetzt muss ich mich hier ausmachen. Ich bin nicht letzter, Freunde, ich bin nicht letzter. Vor allem die Anzeige zeigt immer noch den. Ja, wieso sind da die blauen? Habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht steht hier noch so ein Scout da hinten, ey. Das wäre so geil. Weil ich glaube, die haben gar keinen Scout. Nee, die haben keinen Scout. Nee, du musst weiter nach vorne, so wird das nix. Du musst dich leider öffnen. Nickes. Lieber eine Granate oder so. Nee. Nee.
will was anderes probieren. Anderer Hügel, neues Glück. Nöp. Dein Ernst. Nein. Dein Ernst! Läuft. Und wenn der Dame nicht gegen die Wand schießt. Steht die Hunde! Hunde! Oh, läuft. Ich weiß aber nicht, der hält das aber leider aus. Nein, der ist tot. Nee! Der ist tot! Wenn er jetzt nicht trifft, Freunde, dann setzt sich der entscheidenden Hit. Und dann ging diese Verpiss-Strategie echt auf. Aber mehr konnte ich echt strategisch nicht mehr rausholen. Es war vielleicht ein bisschen dämlich, dass ich da tatsächlich erst diesen... Vielleicht sollte ich lieber die Pistole nehmen. Lol. Nee, das geht nicht. Das ist nicht hier. Ah, ich denke, ich bin tot. Also, muss ja nur streifen, dann war es das schon. Das ist ja episch, oder nicht? Muss ich sagen. Erstmal, das wäre gerade. Bisschen höher als gerade. Komm, die Zeit, nee, das ist mein Freund. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, es wird kein Volltreffer, aber es... Nein! Ja! Ja! Ja, komm schon! Nein! Wie episch! Nein! Ja! Ich hab mich doch hinter Han Solo versteckt! Die Manndeckung! Nein! Ja, ich will ja nichts sagen, ne? Lach du nur! Was hast du zu deiner Verteidigung? Ich hoffe nur, dass das keiner guckt, der mich kennt, ey! Oh, Junge! ja. Ich hab ihm extra die Chance gegeben, er hat sie nicht genutzt. Laber ruhig. So, ich bin der Bruder der Herzen. Das stimmt aber wirklich. Also Skill hatte ich diesmal nicht so viel. Also ich würde sagen, nächste Runde Match an Computer und dann bin wieder ich dran mit meinen zwei Runden. Und dann wieder der Computer, ne? Ja. So ist es. Freunde, im nächsten Part geben wir uns hier alle die Kopfnuss. Ja, genau. Und ja, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es mir gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen.